Es ist Festivalzeit, daher hier der Open Mind Festival Guide kombiniert mit Aufnahmen von meinem letzten Festivalbesuch. Die ersten Links in der Videobeschreibung sind Affiliate-Links zu allen Produkten, die ich in diesem Video empfehle. Wenn ihr euch was über diese Links kauft, supportet das meinen Kanal. Punkt 1, Ticketkauf. Wenn ihr schon Tickets für ein bestimmtes Festival habt, könnt ihr zu dieser Zeit spulen, um diesen Punkt zu überspringen, aber dann verpasst ihr auch den Part, wegen dem dieses Video hier so viele Dislikes bekommen wird. Die Frage, die man sich natürlich als erstes stellen muss, ist, ob man überhaupt auf irgendein Festival will. Um euch bei dieser Entscheidung zu helfen, habe ich folgenden Tipp. Ja, du willst. Jetzt werden einige von euch betonen, wie sie es hassen zu campen, zu stinken, auf räudige Klos und Duschen zu gehen, aber auch für diese Menschen gibt es eine Lösung. Es gibt Festivals, die mitten in einer Stadt sind, sodass man einfach ein Hotel buchen kann, anstatt zu zelten. Bei manchen Festivals gibt es auch einen Premium-Bereich mit vorgebauten Betten und Hütten, in manchen Fällen sogar mit Whirlpool, aber das ist dann übertrieben teuer. Aber Simon, auf einem Festival räudig zu sein, gehört doch einfach dazu. Da wir jetzt geklärt haben, dass du auf ein Festival willst, helfe ich dir nun zu entscheiden, welches. In meiner Jugend war ich hauptsächlich auf Rockfestivals wie Highfield. Damals waren die Interpreten, die auf dem Festival auftreten, ein sehr wichtiger Aspekt. Aber mittlerweile gehe ich auf Festivals, ohne zu wissen, was da für Künstler auftreten. Das heißt nicht, dass Musik für mich auf Festivals nicht wichtig ist, aber es gibt meist so viele Bühnen, dass, wenn ich von Bühne zu Bühne gehe, ich sehr schnell Musik finde, die ich feiere. Somit sind Festivals für mich eher Musikentdeckungsevents als Events, bei denen ich mir Musiker reinziehe, die ich zu Hause schon tausendmal gehört habe. Für sowas gehe ich einfach auf normale Konzerte. Obwohl es bei fast allen Musikgenres Songs gibt, die ich feiere, sind Festivals, bei denen eher elektronische Musik im Mittelpunkt steht, aus meiner Sicht die Creme de la Creme von Festivals. Bei vielen Aspekten können die klassischen Rockfestivals meiner Meinung nach einfach nicht mithalten. Und da kommen auch schon die Dislikes. Ich finde, Ehrlichkeit ist wichtiger als Likes. Dafür gibt's ein Like. Auf Rockfestivals wird überwiegend hart gesoffen, während auf elektronischen Festivals die Bandbreite an konsumierten Drogen größer ist. Für Leute wie mich, die sich nicht so gerne mit Alkohol berauschen, äußerst begrüßenswert. Attraktionen wie Escape Room, politische Vorträge, Tanzkurse, Yoga, DIY-Joghurtkurse sind alles Dinge, die ich nur von Elektrofestivals kenne. Was mich auf solchen elektronischen Festivals aber immer am meisten begeistert, ist das liebevoll tripgerecht dekorierte Festivalgelände. Überall coole Kunstwerke, faszinierende bunte Lichtquellen. Somit wird sogar der Gang über das Festivalgelände zu einem faszinierenden Erlebnis, besonders nachts. Ich weiß übrigens gar nicht, ob Elektrofestival der passendste Begriff für diese Art von Festival ist, denn es gibt dort auch oft Auftritte von Rock, Punk, Ska oder Hip-Hop-Interpreten. Vielleicht wäre ein Begriff wie Psychedelic Festival besser, oder wie würdet ihr das nennen? Punkt 2. Sitzgelegenheit. Kauft euch ein Luftsofa. Die Dinger sind der Hammer. Super einfach zu füllen, übertrieben bequem. Auf Festivals, bei denen Gewässer in der Nähe sind, auch als Schiff nutzbar. Und das Wichtigste, solche Luftsofas nehmen deutlich weniger Platz im Gepäck weg als irgendwelche Campingstühle. Auf meinem letzten Festivalbesuch hatte ich beides dabei, weil wir im Auto genügend Platz hatten. Aber ich hätte nur das Luftsofa mitgenommen, wenn ich mich aus Platzgründen für eine Option entscheiden hätte müssen. Punkt 3. Bett. Ich habe mir extra für dieses Video eine Luftmatratze mit integrierter Pumpe für 45 Euro und eine super fancy Thermo-Isomatte für 163 Euro gekauft, um zu schauen, ob sich der Aufpreis lohnt. Die billigere Luftmatratze pumpt sich im Gegensatz zur Thermo-Isomatte nicht selbst auf. Man muss da ewig mit dem Fuß pumpen. Außerdem wird sie innerhalb der Nacht immer ein bisschen leerer, sodass man mindestens alle zwei Nächte nachpumpen muss. Der Grund, warum aber die teure Thermo-Isomatte für viele unabhängig vom Preis ausscheidet, ist, dass die so ultra unkompakt und schwer ist und unnötig viel Platz im Gepäck wegnimmt. Des Weiteren unterscheiden sich die beiden Matratzen von der Bequemlichkeit nicht sonderlich viel. Solche Luftmatratzen gibt es übrigens schon ab 10 Euro, wobei ich bei solchen Preisen halt eher Angst habe, dass die Dinger Löcher bekommen. Die meisten Menschen verwenden noch solche klassischen Isomatten, die ich hier in der Hand halte, was ich nicht nachvollziehen kann. Solche Luftmatratzen sind fast so bequem wie normale Betten und sogar kompakter als die klassischen Isomatten. Die klassischen hat man halt oft schon zu Hause. Punkt 4, Zelt. In Sachen Zelt ist mir äußerst wichtig, dass man es sehr schnell aufbauen kann. Ich habe mich dafür das Quido Quick Oak entschieden. Obwohl das kein richtiges Wurfzelt ist, war das Ding auf einer Seite in der Kategorie Wurfzelt-Testsieger.
Bin mit dem Zelt echt zufrieden. Es lässt sich schnell und intuitiv aufbauen. Auch bei schlechterem Wetter bleibt es stabil stehen und innen trocken. Ich glaube, wenn ich sich die ganze Zeit verrücken hätte müssen, hätte es ungefähr so unter 5 Minuten gebraucht, das Zelt aufzubauen. Das ist wirklich sehr geil unter und Hightech. Unter 5 Minuten? Doch. Lüg nicht. Du warst so lahmarschig unterwegs, Simon. Auf meinen ersten Festivals hatten wir immer so riesen 6-Mann-Zelte. Das ganze Gepäck dort im Mittelraum lagern zu können, war verdammt praktisch, aber die sind halt stressiger zum Transportieren und zum Auf- und Abbauen. Punkt 5, Essen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir auf Festivals fast nichts zu essen mitnehme. Auf Festivals gibt es sowieso viele richtig geile Essensstände, sodass ich mir lieber dort was kaufe. Das einzige, was ich mir zu essen mitnehme, sind dann eher kleine Snacks wie Chips, Müsli-Riegel, Milchbrötchen oder Cashews. Cashews sind gut für den Serotoninspiegel. Bei meinen ersten Festivals habe ich noch immer so Dinge wie Dosen-Ravioli mitgenommen, aber der ganze Vorgang mit dem Bunsenbrenner ist mir persönlich zu stressig. Allein das Aufmachen der Dose ist übertrieben umständlich. Ist natürlich auch Geschmackssache. Es gibt bestimmt manche von euch, die den Dosenfutter-Camping viel mögen oder denen das Essen auf dem Festival zu teuer ist. Punkt 6, Internet. Auf Festivals hat man oft keinen Handyempfang und erst recht keinen Internetempfang. Also lehnt euch zurück und genießt es mal frei von all dem Social-Media-Wahn zu sein. Nicht! Ihr müsst ja schließlich eure Festival-Fotos sofort posten und nicht erst, wenn das Festival schon vorbei ist. Macht es wie ich und nehmt euch einen mobilen Router mit. Die haben deutlich besseren Empfang als Handys. Mein auf unser Pavillon gelegter Router war dann das einzige Gerät, das am Zeltplatz Internetempfang hatte. Warum sollte ich ausgerechnet auf einem Festival, wo ich gefährliche Drogen nehme, meiner Internetsucht widerstehen? Dieser Mischkonsum ist für mich der Hit. Der Hit. Wo wir gerade schon bei Sachen sind, die manche von euch auf Festivals unwichtig finden, kommen wir zu Punkt 6. Technische Geräte. Extrem viele Akku-Packs sind Pflicht auf Festivals. Es ist für mich sehr erleichternd, wenn ich immer Strom habe, um Geräte wie Handy, Taschenlampe, Lautsprecher, Router, Vaporizer, Anus-Vibrator aufladen zu können. Unter 30.000 mAh geht sich gar nichts. Punkt 7, Kommunikation. Wie vorher schon erwähnt, hat man auf Festivals meist keinen Handyempfang. Walkie-Talkies sind da eine echt geile Alternative, um euch mit eurer Crew abzusprechen, wenn ihr euch mal trennt. Ich habe mir das Motorola TLKR T80 geholt. Das ist testsicher und hat eine 10 Kilometer Reichweite. Wenn die Musik zu laut ist, kann man hier einen richtig starken Vibrationsalarm bei eingehenden Funksignalen einstellen. Piu, piu. Hallo? Ist da wer? Tja, hat wohl gerade keiner ein Funkgerät in meiner Gegend an. Schade. Punkt 8, Musik. Nehmt euch definitiv einen geilen portablen Bluetooth-Lautsprecher mit, damit ihr auch auf eurem Zeltplatz ordentlich abgehen könnt. Ich selbst habe die JBL Charge 3 Lautsprecher und bin damit zufrieden. Aber jetzt würde ich vermutlich zu den Bose Soundlink Revolve greifen, welche es noch nicht gab, als ich mir meine geholt habe. Und wenn ihr viel Platz habt, könnt ihr richtig fette Lautsprecher holen. Punkt 9, Drogen. Sehr verehrtes Publikum, ich habe euch sehr lieb. Ich habe ein paar nachgelegt, das war das richtig geil, Leute. Drogen sind gefährlich, deswegen rate ich euch natürlich prinzipiell vom Drogenkonsum ab. Aber wenn ihr es nicht lassen könnt, testet eure Drogen auf gefährliche Streckstoffe erst recht, wenn ihr die Drogen auf dem Festival kauft. Drogentestkits sind ja legal, weshalb ihr die bedenkenlos aufs Festival mitnehmen könnt. Was man bei den Testkits nicht vergessen darf, ist, dass gewisse Streckstoffe von diesen Tests nicht erkannt werden können. Somit könnt ihr euch zwar nie zu 100% sicher sein, aber zumindest annähernd sicher. Gewisse Festivals bieten sogar gratis Drogentests vor Ort an. Wo wir gerade schon beim Drogentest sind, man kann sich auch Urintests kaufen, um auszuschließen, dass man Auto fährt, obwohl der Drogentest positiv wäre. Gucken wir das hier ein. Ja. Das ist positiv. Shit! THC-Test auch positiv. Was ja für mich eigentlich kein Problem ist, weil ich ja sowieso offiziell Cannabis-Patient bin. Das mit dem Ecstasy ist natürlich gesetzlich gesehen schon ein Problem. Aber ich finde es auch, da ist, finde ich, ein ähnlicher Sachverhalt wie beim THC. Also ich fühle mich absolut zu 100% nüchtern. Und also ich fühle, mir geht's gut und alles. Und ich glaube nicht, dass ich irgend,
wie eingeschränkt bin durch dadurch, dass ich vor ja, 2 Tagen Ecstasy konsumiert habe. Ich fühle mich 0,0 eingeschränkt und richtig malig, dass das noch positiv ist. Die einzige Studie, die ich dazu gefunden habe, bestätigt auch, dass dadurch die Fahrleistungen nicht verschlechtert werden müssten. Da wird die Fahrtüchtigkeit eher durch den Schlafmangel auf Festivals reduziert. Das Gesetz sieht das aber leider anders, weshalb ich diejenigen fahren lassen musste, bei denen der Test negativ war. Alternativ könnt ihr natürlich noch so lange mit dem Losfahren warten, bis der Test negativ ist. Ihr solltet euch natürlich wie immer an alle Safer-Use-Regeln halten. Nehmt vernünftige Dosen. Besonders bei Drogen wie MDMA ist es sinnvoll, sowas wie Supplements mitzunehmen, die manchen Nebenwirkungen entgegenwirken. Cashews sind gut für den Serotoninspiegel. Punkt 10. Lösung für alles. Panzertape ist die Lösung für alles. Ist euer Pavillon durch den Wind kaputt gegangen? Richte es mit Panzertape. Wollt ihr euch was Cooles basteln? Dafür braucht ihr definitiv Panzertape. Habt ihr euer Festivalticket vergessen? Gebt dem Typ am Einlass einfach ein Panzertape. Eure Freundin redet zu viel? Weist sie freundlich und respektvoll darauf hin, dass ihre Redefrequenz auffällig hoch ist. Dann zähle ich euch noch schnell ein paar weitere Must-Haves für ein Festival auf. Pavillon, Trinkkanister, Mückenspray, Vaporizer aus dem Open-Mind-Shop, Taschenlampe, Klopapier, Sonnencreme, Ohrenschützer, Feuchttücher und je nach Festival eine Badehose. Daran, dass ihr Dinge wie das Festivalticket, Kleidung oder eine Zahnbürste mitnehmen sollt, muss ich euch hoffentlich nicht erinnern. Das mit Abstand wichtigste, was ihr mitnehmen müsst, ist natürlich eine gute Laune. Selbst wenn ihr euer Zelt vergessen habt, werdet ihr mit der richtigen Einstellung einen riesen Spaß auf dem Festival haben können. Sogar komplett nüchtern kann man sich so in die tolle Musik und wunderbare Atmosphäre reinsteigern, dass es ein unvergessliches Erlebnis wird. Außer ihr habt euren mobilen Router vergessen, dann könnt ihr euch gleich wieder einfahren. Haut eure besten Festival-Tipps in die Kommentare. Ich gehe jetzt erstmal zum wirklich besten Festival der Welt, dem Oktoberfest. Hallo? Hallo? Gibt es noch weitere Überlebende außer mir? Das ist noch ein richtig geiler Cliffhanger am Schluss.